Willkommen beim Let's Play Fußballmanager 2013. Ich bin schon hier mittendrin und ich habe mich Kaspar Jühlmann genannt. Und wer sich in der Bundesliga auskennt, weiß, Kaspar Jühlmann ist Trainer des 1. FSV Mainz 05. Ich werde hier 3 Jahre Vertragslänge einstellen. Anhand der Clubzusammensetzung der ersten Liga sehen wir auch mit Braunschweig, dass es der Stand der Saison 2013-2014 ist. Obwohl das hier der Fußballmanager aus dem Jahr 2012-2013 ist. Das ist dem zu verdanken, ein paar Let's Playern, die haben die Datenbank nämlich aktualisiert. Und zwar waren das einmal der Baumarder, Let's Play Barney, Badeschlappen LP sowie Dr. Jones LP. Ich werde die Kanäle sowie den Download-Link für diesen Datenbanksatz auch unter das Video packen. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Auslosung zur ersten DFB-Pokalrunde. Da wird Mainz natürlich auswärts spielen. Und weil sich das sonst ein wenig zieht, weil das dann doch viele Partien sind, mache ich hier schnell. Und wir sehen, ich muss zu Rot-Weiß Oberhausen. Das ist nicht unbedingt weit, da kann man ruhig mal hinfahren. Gibt es sonst irgendwelche interessante Partien hier? Eintracht Trier gegen Kaiserslautern ist relativ interessant, weil das auch nicht weit ist. Und dann starten wir jetzt mit Mainz. Die erste Folge ist natürlich eher so dieses Standard. Da werden alle Verhandlungen geführt. Und wir starten hier eher in die zweite Runde, ist mein Ziel, weil Mainz gerne mal früh ausscheidet. Aber in der Liga würde ich schon eher gerne in der oberen Tabellenhälfte landen. In der Infrastruktur werde ich ein bisschen was rausnehmen und das eher in die Gehälter packen, weil ich da nicht viel vorhabe zu bauen am Anfang. So, jetzt noch schnell speichern. Und dann sind wir herzlich willkommen in Mainz. Erstmal, dass es eine neue Herausforderung gibt. Und dann kann es auch schon losgehen. So, die erste Nachricht ist egal. Die Sorgvorbereitung, die wird nie der Co-Trainer machen. Die mache ich immer alleine. Die Mitgliedsbeiträge passen auch. Das Saisonziel ist auch klar. Was mich jetzt wundert ist, warum nicht die zukünftigen Transfers drin stehen. Normalerweise müsste da Jatul Kuh kommen. Da aus Wolfsburg. Schauen wir mal nach. Doch, er wird kommen. Alles klar. Ah, er kommt nicht zur Winterpause, sondern erst zum nächsten Jahr. In Ordnung. Was ist mit Nedelev? Ah, mit V. Ja, da muss man schon auf die Schreibweise achten. Todor Nedelev. Er kommt ebenfalls erst zum 1.7. Okay. Ich habe eigentlich schon mal einen Spielstand gestartet. Da hat es aber dummerweise die Tonspur nicht aufgenommen. Das war dann sehr ärgerlich im Nachhinein. Und deswegen muss ich es nochmal machen. Und wir starten auch schon mit minus 1,4 Millionen Gehälter. Das ist super Start. Da muss ich dann gleich erstmal ein paar Spieler loswerden. Und das ist gar nicht schön. Hier unten haben wir hier die Shortcuts. Da kann man schnell auf verschiedene Bereiche zugreifen. Wenn da eine rote Zahl ist, heißt das eben, hier gibt es noch Sachen zu erledigen. Grün heißt, alles ist cool. Und wenn keine Zahl ist, ist alles in Ordnung. Gelb ist zwar auch, hier ist was zu erledigen, allerdings nicht so lebensnotwendig. Jetzt gucken wir hier erstmal schnell den Kalender an. Wir machen erstmal die Planung. Und wir sehen hier, dass wir die Partie gegen Wolfsburg auf jeden Fall einen Tag vorverlegen müssen. Weil sonst hat man hier innerhalb von 3 Tagen 2 Spiele. Das können wir nicht machen. Wir planen zunächst einmal das Trainingslager. Das erste Trainingslager wird bei mir eigentlich immer hier nach Rio de Janeiro gemacht, weil man hier die Fitness gut trainieren kann. Aber wir bleiben nur 12 Tage, wovon 2 Tage wegfallen für An- und Rückflug. So. Ich hoffe, jetzt habt ihr alle das Motorrad oder den Roller gehört, der gerade an meinem Zimmer vorbeigefahren ist. Erstes Testspiel gegen Cordoba. Dann machen wir hier weiter. Dann nehmen wir mal Gremio. Und hier nehmen wir noch ein drittes Testspiel in Brasilien. Gegen den FC Sao Paulo. Nach unserer Rückkehr müssen wir auf jeden Fall eine Saisoneröffnung machen, damit die Fans zufrieden sind.
Und kurz darauf fliegen wir auch schon wieder in das zweite Trainingslager. Wir müssen mal gucken, wir spielen da samstags. Das heißt, wir müssen hier schon nochmal ins Trainingslager. Und das geht bei mir immer nach England, weil hier die Taktik gut gemacht werden kann. Ich möchte die Taktik hochschrauben. Bleiben wir 11 Tage. Genau. Hier werden ebenfalls nochmal Freundschaftsspiele gemacht. Hier erstmal gegen unterklassige Gegner. Einfach nur, um das Team ein bisschen warm schießen zu lassen. Da jetzt noch gegen Lower Burntown. Ist jetzt zweimal dasselbe? Nein. Und hier zum Abschluss des Trainingslagers möchte ich aber noch einen starken Gegner haben. Und da nehmen wir West Ham. Ja, nehmen wir West Ham United. Manchester City ist mir dann doch ein Tick zu stark zum aktuellen Stand. Dann müssen wir hier noch die Jugend machen, was wir hier auch noch machen können. Wir sind ein bisschen für den Teamgeist. Mal essen gehen. Und nach dem Spiel gibt es dann einen Sponsorentag. Vielleicht sollte ich das Fanclub-Treffen noch ein wenig früher machen. Damit wir hier schon gut motiviert zum ersten Ligaspiel den VfB Stuttgart empfangen können. Da es danach hier eine Länderspielpause gibt, normalerweise. Aber beim Einstellen des Rahmenkalenders ist da den sehr freundlichen Let's Playern ein kleiner Fehler unterlaufen. Entschuldigung. Denn wie wir hier sehen, normalerweise ist der DFB-Pokal die erste Partie im Jahr. Und wir sehen auch hier, wenn wir das hier verschieben würden, um 3 Wochen, dann käme diese Länderspielpause exakt hier rein. Weil hier ist Nationalmannschaft. Das heißt, hier in diesen 2 Wochen sind eigentlich meine Nationalspieler alle unterwegs. Das heißt, ich werde gegen Schalke mit einer schlechteren Mannschaft auflaufen müssen. Trifft allerdings auch Schalke, sodass es wieder einigermaßen ausgeglichen ist. Aber trotzdem hat das da eben nicht ganz hingehauen. Das gleiche gilt auch hier. Dass bei Bayern natürlich dann der Großteil der Nationalmannschaftsspieler fehlen werden, es stört mich natürlich jetzt eher weniger, auch wenn es natürlich vom Nachteil ist, weil das Spielgeschehen dann eben nicht exakt ist. Kurz vor Weihnachten brauchen wir eine Weihnachtsfeier und eine Spieleraussprache. Eine Spieleraussprache können die Spieler eben ihre Meinungen positiv wie negativ mir gegenüber äußern. Und dann war es das eigentlich vom Kalender her. Wir können nur schnell den Probetrainingtag machen. Da habe ich zwar noch nie Erfolg gehabt oder einen Spieler bekommen, den ich unter Vertrag nehmen würde. Aber wir können ja mal schauen, ob das was wird. Vergessen habe ich noch den Laktattest. Den machen wir hier am besten nach dem ersten Training rein, nach dem ersten Trainingslager. Und im Prinzip könnten wir hier noch ein kleines Freundschaftsspiel reinhauen, das in Mainz stattfindet. Und da können wir mal schauen, ob wir hier einen kriegen. Ja, Bundesligisten würde ich nicht nehmen wollen. Nehme ich Dynamo Moskau. Und das Ganze soll bei mir stattfinden, weil ich keine Lust habe, bis nach Russland zu fliegen. Okay, dann haben wir das auch gemacht. Training. Diese individuellen Trainingswochen und Gruppen, da bin ich nicht wirklich versiert drin, auch wenn ich seit, ich glaube 2001, 2002 jeden Manager gespielt habe. Das mache ich, lasse ich eigentlich immer den Trainer machen. Und deswegen muss auch erstmal der Fitnessexperte hin, der macht 4 Wochen Dampf und dadurch wird mein Team schön vorbereitet sein. Schauen wir hier, was es für Probleme gibt. Im privaten Bereich werde ich erstmal hier ausstellen, dass ich keinen Partner suche, denn das ist eher nebensächlich. Die beiden oberen hier sind gut da, um sich beim Vorstand einzuschleimen oder es sich gut mit ihnen zu stellen. So, jetzt machen wir hier erstmal Mitarbeiter, wobei nee, ich werde zuerst auf die Verträge gehen. Problem ist, ich kann keinen Vertrag verlängern, weil ich kein Geld habe. Aber zum Glück laufen die auch erst nächste Saison aus. Das heißt, ich habe es hier jetzt nicht so eilig, die Spieler zu verlängern. Jetzt müssen wir hier aber erstmal schauen. So.
Ein Malik Fati darf auf jeden Fall gehen, weil ich habe zwei gute Linksverteidiger. Und da müssen wir den Marktwert, der ist ein bisschen über Marktwert, muss er verkauft werden. Und dann schauen wir erstmal in der zweiten Liga nach. Kaiserslautern will ein. Und der meldet sich. Und dasselbe machen wir bei mehreren Vereinen, denn je mehr Leuten angeboten wird, desto eher ist die Chance, dass ich ihn auch verkaufen kann. Dann machen wir so bei Düsseldorf. Ja. Hier die unterschiedlichen Farben. Für diejenigen, die es nicht kennen, sind einmal, es werden nur Vereine angezeigt, für die sich der Spieler einigermaßen interessiert. Das heißt, wenn ich hier die dritte Liga gehe, kommt kein Verein. Und grün heißt, dass die Vereine auch einen für die Position suchen. Fürth hätte ich nicht gerne. Mal gucken, ob ich in der Bundesliga, vielleicht noch bei Hertha. Nein. Braunschweig. Hoffenheim. Nee. Die höher, die besseren Fußballvereine werden ihn eh nicht wollen. Nichts gegen Malik Fati, aber mit 68er Stärke kommt er nicht unbedingt ran, um bei einem Top-Club Stamm zu spielen. Nee, das war's. So, dann haben wir zwei Rechtsverteidiger, zwei Linksverteidiger, das ist okay. Vier Innenverteidiger plus jemanden aus der Jugend, das ist auch okay. Die Sechser sind wir ebenfalls gut besetzt. Da haben wir 5 Stück, wobei Zimling auch auf offensiven Positionen spielen kann. Chino Doede ist verletzt. Und er müsste auch Mainz nach Kaiserslautern verlassen. Exakt. Und zwar in 1,5 Jahren. Dann haben wir Okazaki, Mali, Parker, Polter, Shahin. Shahin werde ich direkt mal zur Leihe mit Kaufoption ausschreiben. Mal schauen. Er hat einen Marktwert von 1,2 Millionen. Ah, vielleicht kriege ich 800.000 noch Leihgebühr, das wäre richtig gut. Und dann eine Kaufoption bei 2,5 Millionen. Nein, nicht bei 6 Millionen. Millionen. Da würde ich natürlich auch eher immer erst in der zweiten Liga nachgucken. Nicht interessiert, St. Pauli nicht. Oder Fürth nicht, Köln nicht, Düsseldorf nicht. Okay, da müssen wir in die erste Liga gehen. Da glaube ich aber nicht, dass ich jemanden finde. Wahrscheinlich ist auch einfach nur diese Leihgebühr mit 800.000. Das ist immerhin nah dran. Das sind 2/3 des Marktwertes. Ist wohl dann doch ein wenig zu hoch. Gehen wir mal auf 500.000. Vielleicht ist es jetzt dann interessanter für die Vereine. Außerhalb des Transfersbudget bei Wien. Versuchen wir es jetzt nochmal bei Bochum. Jawohl. Das war denen dann einfach zu teuer. Da sagen die sich, nö. Wollen wir nicht. Wir versuchen es aber trotzdem nochmal hier in der Bundesliga, auch wenn die offiziell keinen Stürmer suchen. Aber wenn wir Glück haben, ist ein Felix Magath da, der kauft ja quasi alles weg. In die Schweiz, da ist auch keiner an einem Stürmer interessiert. Ah doch, ihn kriegen wir hin, haben wir 2 Leute. Das ist okay. Verliehen ist keiner. Zukünftige Wechsel, die sind auch klar. Jetzt können wir nochmal in der zweiten Mannschaft schauen. Was wir hier noch alles so haben. Da haben wir zum Beispiel einen Sliskovic, den könnten wir wahrscheinlich auch verleihen, damit er Profifußball erlernt. Der ist 165.000 wert. So, hier habe ich dummerweise viel gelabert, um dann zu merken, ich kam auf den Ausnahmeknopf. Das heißt, die letzten paar Minuten, die ich geschwätzt habe und alles, was ich gemacht habe, wurde nicht aufgenommen. Das freut mich natürlich wie immer sehr. Ich habe im Prinzip Peter Sliskovic jemandem angeboten. Und zwar war es Aue in der zweiten Liga. Dann habe ich noch gesagt, dass ich hier gerne die Verträge mit Salah, Rosbach und Müller eigentlich verlängern würde. Auch mit Manuel Schneider. Mir noch das Geld fehlt. Wie man ja schon am Anfang festgestellt hat. Ansonsten habe ich nicht mehr viel gemacht. Ich habe es dann auch noch gemerkt. Ich wünschte, ich hätte es ein wenig früher gemerkt. Jetzt habe ich die Starttaste mal umgelegt. Ich hoffe, ich komme nicht aus Versehen drauf. Das wäre nämlich wieder sehr ärgerlich.
Ich werde jetzt hier erstmal in der Jugend Mentoren verteilen, das ist sehr wichtig. Hier auch, wenn Schulnoten schlecht sind, werde ich Privatlehrer anstellen, da die sonst von den Eltern vom Verein wieder rausgezogen werden. Den Eltern ist nämlich die Schulbildung wichtig. So. Er hat großartige Schulnoten. Der Ken Sobi, den gibt es übrigens wirklich. Der ist aber inzwischen bei Eintracht Frankfurt gelandet. Ihm haben die Aussichten, die Mainz ihn gestellt hat, wohl nicht ganz gefallen. Schade eigentlich. Der Marc Wachs bekommt Choupo-Moting. Und der Herr Plaschke kriegt den Julian Koch als Mentor. Jetzt gehen wir hier noch durch. Na, wobei, 48er Torwart. Dem geben wir auch noch einen Mentor. Dann kriegt der Karius. Jetzt gehen wir noch gucken, ob die Schulnoten okay sind. Da durchschnittlich ist nicht gut genug. Der kriegt einen Privatlehrer. Er kriegt auch einen Privatlehrer. So, das passt. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die B-Jugend. Hier müssen wir natürlich auch schauen, was Sache ist. Da haben wir den Patrick Flügge. Der muss auf jeden Fall einen Mentor bekommen. Wenn es aktuell einen passenden gibt, leider nicht. Schade. Der Junge hat nämlich ganz großes Talent. Gleiches gilt auch für Devante Parker. Der kriegt den Nikolai Müller zugewiesen. Leon Kern kriegt Okazaki. Grün ist übrigens dann, wenn die Trainingsziele aktuell identisch sind, sodass die eben halt wirklich auch aufpassen können und gemeinsam trainieren können quasi. Deswegen kann ich hier jetzt bei einem Offensivspieler auch jemanden wie Bungert auswählen, obwohl der Innenverteidiger ist. Kriegt hier noch. Okay. Das Wei. Den müssen wir eigentlich auch noch geben. Diesen B-Jugenden sind jetzt schon ordentlich gut mit 47. Kriegt er Polter. Der nächste wird Parker kriegen, sofern die Trainingsziele übereinstimmen. Das tun sie. Und jetzt gehen wir noch die Schulnoten durch. Da haben wir wieder einen durchschnittlichen. Das muss gemacht werden. Okay. In der ersten Mannschaft muss ich noch mal nachschauen, ob ich eventuell jemanden einen Dolmetscher geben muss oder zuweisen muss. Ich meine, das wäre hier unter Details, genau. Der gute Junior Diaz kriegt einen Dolmetscher. So, Niki Zimling, der Däne, kriegt auch einen, auch wenn ich als Kasper Jülmert mich eingestellt habe als Däne, der auch Dänisch und Deutsch spricht. Das heißt, ich kann auch mit ihm reden. Okay, das passt. Und apropos reden, in der Teamdynamik geht's drauf, kommt es auch darauf an, dass man viel mit den Spielern spricht, um ihnen halt einfach zu zeigen, man baut auf sie. Und jetzt muss ich hier erstmal die ganzen Neueinkäufe noch raussuchen und mit ihnen reden und sie herzlich willkommen heißen, da eben die Moralpunkte dadurch hochgehen. Niki Zimling kam zwar eigentlich offiziell schon im Winter, wird aber hier noch als Neuzugang gewertet. Müller war Mainzer, Shinji Okazaki kam erst. Den heißen wir auch mal herzlich willkommen. Johannes Geis ist ebenfalls ein Neumainzer. Man kann pro Woche, glaube ich, 7 Gespräche führen. Das heißt, ich werde nicht alle Neueinkäufe direkt begrüßen können, weil ich meine, Mainz hat in dem Zeitraum schon 8 oder 9 gehabt. Joho Park kam ebenfalls neu. Die Moralwerte sind sehr wichtig. Wenn die nämlich irgendwann ein Tief sind, kann das auch die Leistung beeinflussen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich werde auch mit Polter noch reden. Mit Shahin jetzt. Nee, kann ich nicht mehr. Schade. Da hat man es gesehen, es war grau unterlegt und deswegen ging das nicht mehr. Und die Ausstellung brauche ich jetzt noch nicht machen. Ich habe hier aber eigentlich schon ein System mit inklusive der Taktik. Die nehme ich hier mal. Aber die haben sie leider nicht übernommen. Wieso nicht? Okay, dann müssen wir die hier nochmal anpassen. So, wir stehen weiter vorne, wir spielen auch auf Abseitsfalle. Mainz wird Pressing groß geschrieben. Das Passspiel eher mittelmäßig, auch was Vorsichtigkeit oder Riskanz angeht. Flankenposition.
Die Ecken eher Richtung Elbe. Die Flankenhöhe auch eher hoch. So, die Laufwege passen allerdings. Hier wollen wir, dass die beiden Sechser eben sowohl nach vorne als auch nach hinten arbeiten. Die Flügelspieler müssen ebenfalls die gesamte Seite barackern. Auch der Stürmer muss nach hinten gehen, der Zehner muss nach vorne gehen, das passt. Die Anwendungen sind alle drin. Da haben wir drin, dass die Innenverteidiger bei Standards nach vorne gehen und dass die beiden Flügel bei uns eben auch mal ein Tripling gehen können, weil die beiden hier triple stark sind. Von daher passt das jetzt alles. Das wollen wir jetzt nochmal schnell speichern. Hoffentlich nimmt das dann auch. Wir sehen hier auch, dass ich schon mehrere Systeme eingebaut habe, weil ich eben schon mit mehreren Vereinen gespielt habe. So, das war das. Mitarbeiter kann ich nichts machen. Und dann lassen wir jetzt erstmal hier schnell den Wochenablauf starten. Danny Shahin, 300.000, übernehmen 100% vom Gehalt, darf im Notfall auch gegen mich spielen, das ist okay. Der FC Sion ist ebenfalls an ihm interessiert, den habe ich aber nicht angeboten, soweit ich mich erinnere. Und da hier das alles passt, ich 600.000 Gehalt spare, unterzeichne ich auch direkt. Malik Fatih, ich möchte 500.000, er möchte 350.000, möchte Kaiserslautern bieten, bieten mir allerdings noch ein Freundschaftsspiel an. Was natürlich mir auch noch Geld bringt, speziell weil es ein Derby ist, deswegen nehme ich das an und gehe hier runter auf 400.000. Ich möchte ein bisschen mehr rausholen. Wieso weniger? So, machen wir eben so viel. Hier werden wir 500.000 verlangen. Bei Düsseldorf verlangen wir auch 500.000. Sliskovic soll für 55.000 Leihgebühr nach Aue gehen, übernehmen volles Gehalt, das ist nicht viel. Darf gegen mich spielen, falls wir im Pokal aufeinandertreffen, von daher stört das nicht. Und jetzt steht unser erstes Trainingslager an, da wird Fitness groß geschrieben und individuelle Fähigkeiten. Jetzt ist das erste Training und da müssen wir wieder dem Mannschaftsrat unsere Ziele verklickern. Aber unsere Ziele mit ihnen absprechen. Und wenn das nicht eingehalten wird, gibt es eben auch Vertrauensverluste. Vertrauensverlust führt wiederum zu schlechter Leistung. Schlechte Leistung heißt, man wird gefeuert. Ich werde mich aber hier einigermaßen zurückhalten. Ich werde dem Verein treu bleiben, egal was passiert. Hier kann man viele Statistiken lesen. Die kommen links und rechts, kann man eben einzelne Statistiken durchswitchen. Und jetzt haben wir hier gleich unser ersten Testspielgegner. Ich glaube, das werde ich noch schnell reinnehmen, indem ich hier dann einfach Sofortberechnung mache. Ersatztorwart brauche ich nicht. Wir lieben das Risiko. Schauen nochmal nach, was hier an neuer Post da ist. Neue Gegenstände sind da, die interessieren mich erstmal nicht. Das ist so ein bisschen im Hintergrund, was man machen kann. Hier die Sponsorenpyramide. Da werden wir ein bisschen mehr Geld verlangen. 66.000, das ist schon besser. Immerhin haben wir da 10% draufgelegt. So, Trainingslager startet. Sliskovic wird ausgeliehen, das ist gut. Die Ablöse wurde akzeptiert, dann die Schahin wird ebenfalls ausgeliehen, das ist auch gut, das bringt mir nämlich gleich ein bisschen Geld. Da sehen wir auch schon links, dass wir jetzt noch knapp 480.000 minus haben. So, die Anzahl können wir erhöhen und die Summe können wir erhöhen. Das ist doch gut, haben wir ordentlich Gewinn gemacht. Ja, Mitarbeiter kann ich immer noch nichts machen, mir fehlt hier noch das Geld für. Deswegen machen wir jetzt noch diesen Schnelldurchlauf, die Sofortberechnung. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr wollt, ob ihr 3D-Live-Spiel sehen wollt später oder eher Textmodus oder eben Sofortberechnung. Das kann man nämlich je nachdem machen. Wir liegen erstmal hinten, nämlich 2-0 jetzt schon gegen Cordoba. Das ist gar nicht schön. Und das hat ja nicht funktioniert, deswegen stellen wir auch um. Wir stellen hier auf zwei Stürmer. Geis und Moritz kommen noch rein. Der
Bungert kommt, der Joe Ho kommt und der Yunus Malli kommt. Die Frage ist nur für wen. Wir könnten ins 3-5-2 gehen. Das machen wir jetzt auch mal. Da müssen wir jedoch hier noch die Laufwege ein wenig anpassen. Geis und Moritz müssen jetzt noch weiter zurückfallen lassen bei gegnerischem Ballbesitz, damit einfach hier die dicht gemacht wird, die Räume. Polter und Parker müssen ebenfalls sich zurückziehen, teilweise, wenn sie nicht im Ballbesitz sind. Mali im Ballbesitz mit nach vorne. So kann man das laufen lassen. Und mal schauen, ob ich hier jetzt noch das Spiel drehen kann. Anschlusstor durch Yunus Malli. Immerhin etwas. Jetzt ist 3-1. Und das war's dann. Wobei 3-2 noch. Können wir systemmäßig noch ein bisschen was tun. Wir können die beiden hier noch auf die Flügel machen. Jetzt werden wir hier mal richtig offensiv. Man sieht hier auch, wenn die nicht in ihren angestammten Positionen spielen, dass die Werte runtergehen. Da verlieren sie natürlich ein bisschen was an Können. Jetzt ziehen wir die noch ein bisschen vor. Jetzt wollen wir hier irgendwie dieses 3-3 noch holen. Das wäre was. Aber das schaffen wir leider nicht. Wir verlieren unser erstes Testspiel mit 3-2 gegen Cordoba. Es ist aber eben nur ein Testspiel gewesen. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Wichtig sind, die Joker haben einigermaßen gestochen. Wir werden mal sehen, wie es in den nächsten Tests weitergeht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja oder wenn auch nicht, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare oder als private Nachricht. Kritik, sofern konstruktiv, ist immer gern gesehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß und bis dann.